Pfingsten ist wettermäßig gesehen ja ein sehr unsicherer Kandidat. Viel unsicherer als beispielsweise Ostern. Da kann es öfter mal schön und sonnig sein. Aber zu Pfingsten gibt es entweder nur die kühle und nasse Variante oder die schwüle und nasse Variante. In diesem Jahr, naja, da kriegen wir die zweite Variante. Die schwüle, die nasse und teilweise sehr gewittrige Variante. Der Grund dafür liegt hier auf der Bodenwetterkarte vor der Südwestküste Europas. Vor Spanien, da liegt momentan ein Tief und das zapft von Südwesten her feuchte Subtropenluft an und die kommt dann im weiteren Verlauf auch zu uns nach Mitteleuropa und das bedeutet eben ein sehr wechselhaftes und teilweise gewittriges Pfingstwochenende. Am Samstag beispielsweise, also geht schon Freitag los und am Samstag, da hängt dieses Tief hier schon über dem Südwesten von Deutschland. Im Norden, da hängt noch ein schön Wetterhoch. Das hält noch so ein bisschen dagegen mit trockener und eben freundlicher Witterung. Deswegen gibt es am Samstag auch zwei Seiten der Wettermedaille. Eine schöne, vor allen Dingen im Norden, hauptsächlich an der Küste. Da scheint bis zu 16 Stunden lang die Sonne. Da ist es also richtig schön, auch über der norddeutschen Tiefebene, ein richtig schönes Wetter. Aber eben mit jedem Kilometer weiter Richtung Mitte und Süden von Deutschland, da ist es dann doch wechselhaft. Dicke Wolken, bisschen Sonne dazwischen und im Tagesverlauf gibt es eben einzelne Schauer und Gewitter. Und diese Gewitter können durchaus heftig mit Platzregen stattfinden, bevorzugt am Samstag über den Mittelgebirgen. Die Temperatur direkt an der Küste so 16 bis 18 Grad, also so ein bisschen frisch und angenehm. Ansonsten so 19 bis 27 Grad landeinwärts mit den höchsten Werten um die 8 oder vielleicht 29 Grad im Südwesten am Rhein. Am Sonntag selbst schauen wir uns wieder die Bodenwetterkarte an. Da liegt das Tief direkt über Mitteleuropa und beeinflusst uns mit seiner feuchten Subtropikluft. Deswegen gibt es einen sehr gewittrigen Pfingstsonntag. Hauptsächlich so im Tagesverlauf über der Mitte und dem Süden. Da müssen wir mit teilweise kräftigen Regengüssen und Gewittern rechnen. Und einzelne dieser Gewitter arten auch zu Unwettern aus. Bevorzugte Regionen, wo es wahrscheinlich am Sonntag zu Unwettern kommen wird, ist der Süden, also hauptsächlich Bayern und auch an der Grenze zu Österreich, der Alpenraum. Da müssen wir auf jeden Fall mit heftigen Regengüssen im Tagesverlauf rechnen. Also egal, wo Sie unterwegs sind am Pfingstsonntag, Hauptsache mal einen Blick zum Himmel geworfen, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt. Im Nordosten, an der Ostseeküste, da ist es noch so ein bisschen, freundlich, zumindest bis zum Abend. Da scheint auch noch teilweise die Sonne. Und das bei so 16 bis 18 Grad. Sonst sind es 19 bis 27, die höchsten Werte mit 8 oder 29 Grad, wieder im Südwesten am Rhein. Am Pfingstmontag, da zeigt unsere Karte das Tief immer noch über Mitteleuropa, es schwächt sich nur langsam ab. Deswegen kriegen wir auch einen sehr wechselhaften Pfingstmontag. Der bringt die Gewitter und die Schauer hauptsächlich diesmal über der Osthälfte und über dem Süden, auch über dem Alpenraum. Da müssen wir wieder im Laufe des oder während des Montags, des Pfingstmontags, mit Schauern und Gewittern rechnen, örtlich auch wieder ziemlich heftig. Im Südwesten dagegen, im Westen von Deutschland, da ist durchaus mal eine längere trockene Phase zu erwarten. Da scheint auch öfter mal die Sonne. Die Temperatur 16 bis 18 Grad an den Küsten, sonst meist so 19 bis 25 Grad. Nicht mehr ganz so heiß und schwül wie am Samstag und am Sonntag. Und unsere höchsten Werte mit 8 oder 29 Grad finden sich Pfingstmontag diesmal an der Grenze zu Polen. Direkt nach Pfingsten kühlt es sich überall in Deutschland mal ab, aber nur für zwei Tage. Danach wird es schon wieder wärmer, weil wir sind ja im Juni und da wird es öfter mal schwül. Also, Ihnen bis dahin ein schönes Pfingstfest.